Dann kam der Tag der ungesäuerten Brote, das Passafest genannt. Und Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, um das Passamahl vorzubereiten. Es war mein großer Wunsch, vor meinem Leiden das Passamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Gesegnet seist du, o Herr unser Gott, König des Weltalls, der am Weinstock Früchte wachsen lässt. Nehmt den Wein und verteilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Gesegnet seist du, o Herr, unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde hervorbringt. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der Mann, der mich verrät, sitzt mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es Gott bestimmt hat, aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Das ist nicht möglich. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Nenne uns den Verräter, Herr.